Einen schönen guten Abend hier in Leipzig im Filmstudio Nuoviso, in dem ich schon mehrere Male gewesen war. Und ich freue mich, wieder eine angenehme Zuhörerschaft hier vorzufinden, Interessierte, die sich mit Ägypten in irgendeiner Form vielleicht schon mal beschäftigt haben. Was ich heute machen möchte in dem Vortrag ist, auf ungewöhnliche Dinge einzugehen. Das heißt, es gibt von Nord bis Süd an vielen Stellen in Bauwerken, an Bauwerken oder die Bauwerke selbst Besonderheiten, die man nicht immer gleich auf den ersten Blick wahrnimmt. Wir sind es oft gewohnt, an bestimmten Stellen eine Erklärung zu bekommen, auch von den Ägyptologen dort unten. Und es ist immer nicht ausreichend. Man muss mitunter etwas tiefer blicken, etwas mehr sehen, als eigentlich dort erklärt wird. Und ich habe so, sagen wir, besondere Augen. Ich sehe immer Dinge, die andere nicht gleich sehen. Und demzufolge entstehen daraus Fragen und es entstehen Zusammenhänge, die bestimmte Theorien in Frage stellen. Man muss hinterfragen. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben, sondern wir wollen etwas genauer wissen, wir wollen Hintergründe kennenlernen und demzufolge sind wir neugieriger geworden. Wir sind geistig offener geworden und dazu will ich hier einiges an Bildmaterial präsentieren, um Einblicke zu geben in eine ägyptische Geschichte, die stellenweise anders aussieht, als wir es bisher gelernt haben. Zu dem Gizeh-Plateau selbst habe ich hier schon eine Reihe Vorträge gehalten, sodass ich dort eigentlich nicht auf die Pyramiden eingehen möchte. Dazu ist in der DVD Wissen in Stein eine Menge an Aussagen getroffen. Worauf ich aber doch noch etwas Bezug nehmen will, ist der Taltempel, weil dort auch so einige Besonderheiten sind, die man nicht gleich im ersten Moment erfasst. Und der Taltempel ist eigentlich ein Bauwerk, wo man sehr, sehr, sehr viel sagen könnte. Da könnte man den ganzen Vortrag gestalten, denn der ist mehr als nur bemerkenswert. Er wurde in den ersten Jahren nach 1900 von der Sieglin-Expedition, also einer deutschen Expedition, ausgegraben, war bis zu diesem Zeitpunkt vollkommen unter Sand versteckt. Zu dem damaligen Zeitpunkt war auch von der Sphinx nur der Kopf zu sehen. Alles andere musste ausgegraben werden, Sand und auch, man muss sagen, im unteren Teil Schlamm, aggressiver Schlamm, salzhaltiger Schlamm, der auch zu Beschädigungen geführt hat. Hier nehmen wir erstmal einen ersten Blick auf die Chephren-Pyramide, die damals auch von dieser Sieglin-Expedition mit untersucht worden war, zu bestimmten Zusammenhängen. Und man hatte auch festgestellt, dass diese Pyramide nach dem Satz des Pythagoras gebaut worden ist. Der Sphinx selbst steht etwas asymmetrisch dazu. Auch dazu habe ich schon Aussagen getroffen auf dieser DVD. Möchte deswegen nur übergehen zu dem, was vor der Sphinx steht. Dort sehen wir einen Stein, die sogenannte Traumstele, die von Thutmosis IV. Angefertigt worden ist, zum Gedenken. Zu seinem Zeitpunkt, das war 1390 etwa vor der Zeitrechnung, war sie ebenso schon voll bedeckt mit Sand und nur der Oberteil des Kopfes ragte heraus. Und er hat damals einen Traum dort gehabt. Er hatte also übernachtet und in dem Traum hat ihm die Sphinx erzählt, wenn du mich freilegst, mache ich dich zum König oder beziehungsweise zum Pharao. Er hat das gemacht und wurde dann auch Pharao. Insofern war er dann dankbar und hat diesen Stein dort setzen lassen. Was ist das Besondere? Warum zeige ich das Bild? Nicht, dass er dort geträumt hat, das ist nicht das Entscheidende. Schauen Sie mal ganz genau auf den Stein und Sie werden sehen, dass dort die Schriftzüge und auch die rechts und links die beiden Personen hineingearbeitet wurden, sind ins Gestein. Das heißt, der Stein war glatt und in die Tiefe hat man hineingearbeitet. Nun ist das von Thutmosis IV. Gemacht worden und es gibt ja noch einen Thutmosis III., den Vorgänger, also praktisch Papa Thutmosis. Und der hat angeblich in Luxor diese Säule angefertigt. Dies ist ja aus Granit und im Hochrelief gearbeitet, mit einer fantastischen Struktur, Sie ist meine Lieblingssäule. Immer wenn ich im Karnak-Tempel bin, zieht es mich regelrecht magnetisch dorthin. Ich muss mir die immer von der Nähe wieder anschauen, weil einmal die Qualität der Bearbeitung auf einem solch hohen Niveau ist, wie es zu dieser Zeit nicht zu erwarten wäre. Granit kann man nicht bearbeiten, indem man mit einem anderen Stein reibt und versucht dann etwas zu glätten. Diese Theorie, dass man Steine geglättet hat durch das Reiben, ist eigentlich eine Theorie, die man glatt vergessen kann. Sie hat keinerlei Berechtigung, und zwar deswegen nicht. Wenn Sie hier hinschauen, sehen Sie schon, dass es im Hintergrund keine Unebenheit gibt. Der Hintergrund ist plan und alles andere nach vorn herausgearbeitet worden. Wenn man aber reibt, hat man immer eine unterschiedliche Kraft. Wenn ich mit der Arm hier bin, ist meine Kraftauswirkung auf den Stein geringer, als wenn ich hier die Hand habe. Folglich wird eine Fläche, die ich reibend versuche zu polieren, immer Unebenheiten aufweisen. Wir können das vor allem in älteren Gebäuden sehen, wenn wir dort die Taschenlampe an der Wand halten, wo geputzt worden ist und gerieben, sieht man immer Unebenheiten drin. Exakt plan ist auf keinen Fall möglich. Obendrein enthält die Kartusche oben einen Symbolismus, der mit dem obersten Gott der Ägypter in Verbindung steht, aber gleichzeitig auch dem christlichen Gott entspricht. Und die andere Seite dieser Säule sieht so aus, und wieder sehen wir eine perfekt bearbeitete Oberfläche, die mit Hand und auch nicht mit den Werkzeugen der damaligen Zeit bearbeitet werden konnte. Mit Kupfermeißeln zu arbeiten auf solchem Gestein ist etwa vergleichsweise so, als würde man mit einem Radiergummi Straßenpflaster glätten wollen. Geht einfach nicht. Hier nochmal zu einem Luftbild, wo wir Sphinx sehen und den Taltempel. Und zum Taltempel, die Sieglin-Expedition hatte dort den größten und schwersten Stein vermessen gehabt. Und in dem Forschungsbericht über den Torbau des Königs Chephren, so heißt dieser Bericht, wird geschrieben, dass dieser Stein etwa 400.000 Kilo wiegt. 400 Tonnen. Das sind eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, 5 Diesellokomotiven alter russischer Bauart. Und diese sind damals so gesetzt worden, dass ein Fugenabstand von einer halben Millimeter etwa war. Das heißt, wenn einmal der Stein an einer Stelle war, konnte man nicht korrigieren und sagen, wir müssen den nochmal einen Zentimeter nach links, nach vorn oder nach hinten schieben. Das geht nicht. Und so eine Menge von 400 Tonnen zu bewegen, stellt ein technisches Meisterleistung da im heutigen Sinne, wenn wir den Millimeter genauso setzen wollten. Vor dem Taltempel hat man aus dem Gizeh-Plateau einige Steine aufgestellt, auch aus Granit, die eine ungewöhnliche Form haben. Und wenn man in diesen Stein hineinfasst, in die Rundung, stellt man fest, es ist glatt wie auf einer Marmorplatte. Hochglanz. Und wenn man hineinschaut, kann man auch nicht die geringste Unebenheit erkennen. Also so etwas Präzises zu machen, ist genauso eine Leistung, die frühere Generationen in Ägypten nie und nimmer hätten bewerkstelligen können. Noch kurioser ist in diesem Tempel die gesamte Wandgestaltung. Hier rechts sehen wir erstmal Steine, die sehr, sehr, sehr stark von Erosion betroffen sind, und das ist Granit. Granit hat eigentlich eine hohe Dichte und kann normalerweise gar nicht in solchen kurzen Zeiträumen, wie man offiziell annimmt, so stark verwittern. Die hohe Schicht an Sand und vor allem wohl Schlamm, der im Taltempel war, hat dazu geführt, dass die Nässe und wahrscheinlich auch die Aggressivität des salzhaltigen Schlamms zu dieser Korrosion geführt hat. Und wenn Sie in die Ecke schauen, sehen Sie, dass die Steine sehr seltsam gesetzt sind. Sie gehen immer um die Ecke ein kleines Stück drumherum. Also eine Bauweise, wo wir sagen würden, da kriegt jeder Architekt die Krise, weil noch etwas hinzukommt. Jede Steinschicht hat eine andere Höhe und jeder Stein hat eine andere Länge. Das ist ein Kuriosum. Wer veranlasst, dass im Stein so um die Ecke nochmal ein Knick nach oben und an der Seite, das sind Kuriositäten. Also wir finden in der gesamten Baukonstruktion Dinge vor, die das Schwierigste überhaupt darstellen. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte ein russischer Professor, Professor Konygin, einen Bericht geschrieben über das Paradoxon in der Geschichte der Menschheit. Und er war der Auffassung und hat das mit zahlreichen Beispielen untermauert, dass frühere Kulturen, wenn man weit, weit, weit zurückgeht, viel besser waren in ihrem Wissen. Sie hatten ein höheres Wissen gehabt, sie hatten kosmologisches Wissen, sie waren in ihren technischen Fertigkeiten auf viel höherem Niveau und erst danach ging es allmählich den Berg ab. Also ein Paradoxon, das hohe Niveau zuerst, dann ging es bergab und erst viel später. Und das muss man sagen, etwa ab 17. und 18. Jahrhundert ging dann wieder die technische Entwicklung los, wo wieder Niveau hineingekommen ist. Im Gizeh-Plateau gibt es eine Reihe Mastabas. Mastaba ist ein Grab, wo der Eingang oben drauf ist und es geht ein Schacht rein, etwa reichlich 20 Meter in die Tiefe. Ich hatte dort schon oft an verschiedenen Mastabas Messungen gemacht gehabt und festgestellt, jede Steinschicht eine andere Höhe, jeder Stein eine andere Form und es gibt nichts, zwei gleiche Steine. Und noch viel schlimmer sieht man das in diesem Fall hier, wo man sich fragt, wer kommt auf solche Ideen, jeden Stein mit einem anderen Winkel zu versehen. Ja, wir haben heute Massenfertigung mit Ziegelstein oder Gasbetonsteine, alle gleichmäßig, lässt sich viel einfacher arbeiten. Aber hier musste eine Planung gemacht werden für jeden einzelnen Stein, und jeder ist ein Unikat und jeder passt nur an der einen einzigen Stelle, wo er gerade steht. Er hätte nicht irgendwie getauscht werden können mit dem Nachfolgenden. Also musste auch die Anlieferung von diesem Stein technologisch durchdacht gewesen sein. Also auch wieder eine Technologie und eine Bauweise, eine Konstruktion, die das höchste Niveau darstellt. Sie hat natürlich einen wunderbaren Effekt, abgesehen jetzt, dass wir darüber staunen. Der eine Effekt ist relativ erdbebensicher. Denn bei den Pyramiden ist das Gleiche. Es gibt keinen Stein, der gleich ist. Jede Schicht an den Pyramiden hat eine andere Höhe. Dann stehen dort die Steine noch unterschiedlich vor, sodass ein Stein, der von außen dran gesetzt worden ist, nur an dieser Stelle gepasst hat. Ja? Sir William Flinders Petrie, ein englischer Ägyptologe, hochgeachtet bis in die heutige Zeit, hat unter anderem die Cheops-Pyramide vermessen gehabt, die an den gegenüberliegenden Ecken je 3 Messungen gemacht und diese gesamten Daten veröffentlicht in dem Werk The Temples and Pyramids of Gizeh. Und in diesem gesamten Datenmaterial kann man auch erkennen, nicht eine einzige Schicht hat die gleiche Höhe. Wieder Unikate. Also zu glauben, Massenfertigung, das kann man vergessen. Auch im Gizeh-Plateau gibt es ein Grab, das K, mit Q geschrieben. Und was ich so toll fand, ich komme dort runter, ich würde sagen, das ist vielleicht so ein 10 Meter Tiefe. Und ich sehe sofort eins und zwar das. Das sieht doch aus wie ein Gefäß aus Glas. Und es wirkt so wie ein Gefäß, was wir kennen in der Chemie, in der Retorte, um bestimmte für chemische Prozesse. Obendrein ist so dargestellt, dass dort Flüssigkeit drin zu erkennen ist. Dieses Grab ist etwa 4000 Jahre alt. Das heißt, vor 4000 Jahren war man in der Lage, Glas herzustellen. Und in der unteren Reihe sehen Sie das auch. Hier hat man bewusst so dargestellt, dass man drin einen Flüssigkeitsstand sieht. Ich kenne noch ein Grab im Gizeh-Plateau, wo das fast ähnlich ist wie in diesem Grab und sonst nichts. Als ich meinen Freund darauf aufmerksam machte, ein Ägyptologe, mit dem ich auch diese Ägyptenreisen gemeinsam gestalte, der viele Jahre Ausgrabungsleiter im Gizeh-Plateau gewesen ist und inzwischen Fachdirektor im Obersten Rat, er war im ersten Moment regelrecht erschrocken und sagte, guckte hin und sagte, ist das nicht Alabaster? Ich sage, nein, Glas ist das. Er hat es akzeptiert, dass hier Glas gezeigt worden ist. Also in so einer Art, übrigens in diesem gesamten Bild, was noch viel größer ist, kann man erkennen, dass dort Mumifizierung dargestellt worden ist. Und zu dieser Mumifizierung brauchte man auch eine Reihe von Chemikalien. So, machen wir mal einen Sprung in das Kairoer Museum. Diese Aufnahmen habe ich gemacht, ich glaube 2003 oder 2004. Da war es noch erlaubt zu fotografieren. Heute hoffnungslos. Es ist wie am Flughafen, man muss durch eine Sicherheitszone durch, Fotoapparate werden abgenommen, wer erwischt wird, dass er irgendetwas reinschleppt, hat allergrößten Ärger. Also fotografieren ist undenkbar. Und hier im Erdgeschoss sehen wir eine ganze Reihe von Statuen, im Hintergrund die Statuengruppe von angeblich Ramses III., ich verwende öfters mal die Formulierung angeblich, und zwar deswegen, weil es bei einer ganzen Reihe von Statuen Zweifel gibt. Und warum es diese Zweifel gibt, werden wir dann an einigen anderen Stellen noch sehen, aber hier so viel, man hat eine teilweise faszinierende Bearbeitung. Und für mich ist immer so ein Kriterium, unter anderem das Auge. Beim Auge brauchen wir uns bloß im Spiegel genauer anschauen, dann haben wir, wo die Wimpern sind, wie so einen kleinen Wulst. Und oben auch. Hervorragend geschliffen, sauber, und man kann dort nicht erkennen, dass dann irgendwo grob gerieben worden ist. Das ist also wie eine Hightech-Bearbeitung. Und dann kommen unten Hieroglyphen dazu, wo man glaubt, die haben eine Axt genommen und haben es reingehackt. Oder mit einem Schraubenzieher reingekratzt. Es sieht zum Teil fürchterlich aus, wie Hieroglyphen in wunderbare Statuen hineingearbeitet worden sind. Und das ist regelrecht ärgerlich, weil man einfach sehen muss, dass das zweierlei Qualitätsunterschiede sind. Wer so eine wunderbare Statue aus Granit zum Beispiel herstellen kann mit allen filigranen Details, der würde als Pharao Wert darauf legen, dass diese Detailliertheit bis ins Letzte praktiziert wird und nicht dann irgendwo etwas ganz Bäuerliches an dieser Statue zu sehen ist. Auch im Erdgeschoss sehen wir in der Ecke dort, wo von Echnaton und der Familie Büsten sind, diese Köpfe, alle mit einem sehr starken höheren Kopf. Und man muss auch sagen, es gibt im Museum ein Mumienkabinett. Und da ist an der Seite auch Glas, nicht nur oben. Man kann also auch von der Seite, wenn man sich hinkniet, reinschauen. Die Mumien, die dort sind, die haben alle einen größeren Kopf. Nicht so stark wie hier, aber einen sehr starken. Offizielle Erklärung ist, ja, die haben sich den Kopf abgebunden als Schönheitssymbol. Nun ist aber Folgendes. Wie kommt man auf so ein Schönheitssymbol? Ein angebliches. Normalerweise macht der Mensch doch nicht von sich aus irgendetwas, was vollkommen schizophren ist. Keiner wird in der heutigen Zeit auf die Idee kommen, sich irgendwie den Kopf verformen zu lassen. Das haben wir übrigens auch in Mexiko oder Mittelamerika teilweise, und wir haben es auch in Südostasien. Kambodscha hat man auch solche Köpfe gefunden. Und die Frage besteht also, woher kommt das Vorbild, so etwas als Kopf zu haben? Die Frage ist auch eine ganz andere. Haben die nicht vielleicht genau schon original diesen Kopf gehabt? War es eine andere genetische Rasse? Eine, die, da kommen wir dann im Tempel Sethos I. in Abydos darauf, wo es Hinweise gibt, dass es vor dieser geschriebenen Geschichte der letzten 5000 Jahren noch etwas anderes gegeben hat. Nämlich Götterdynastien und Halbgötterdynastien. Und die haben einen anderen Kopf gehabt. Hier kommt man sogar noch viel weiter, da kommt man bis in den Hochadel hinein, den sogenannten Blaublütigen, die sich abheben wollen von anderen. Und ich kenne zum Glück auch ein paar aus dem Adel, und diejenigen, die so reinrassiger Adel sind, haben nicht so einen Kopf, das ist Fakt, ja, das würde heute auffallen. Aber ich habe festgestellt, dass sie etwas noch mehr einen Kopf nach hinten haben, als das bei anderen so der Fall ist, üblich ist. Sie wollen sich absetzen und keine genetische Vermischung mit den anderen. Ähnlich wie das früher bei diesen Götterdynastien gewesen ist. Die Totenmaske des Tutanchamun, ein Meisterwerk in aller tollster Vollendung, auch nochmal von hinten. Ein Glück, dass ich das damals fotografieren konnte. Und hier sind 27 blaue Streifen nach hinten. 3 mal 3 mal 3. In der gesamten Maske ist auch ein gewisser Symbolismus vorhanden. Denn die 3 mal 3 mal 3 hat immer etwas zu tun mit der Öffnung des dritten Auges. Ein Hinweis darauf, dass sie Zugang hatten zu den Göttern. Und ich habe mir andere Köpfe auch angeschaut und habe noch andere gefunden, wo auch bei Pharaonen 27 dieser Streifen in der sogenannten Nemes-Kopfhaube verborgen gewesen sind. Natürlich bleibt hier offen, ob tatsächlich diese Maske Tutanchamun dargestellt hat oder ob sie von einem viel älteren Grab übernommen worden ist. Das wissen wir heute nicht. Will ich mich auch nicht in Spekulationen hineinlassen, aber Fakt ist, es ist ein Meisterwerk. Das ist dieser Totenschrein von Tutanchamun. Innerhalb diesem Holzkasten befanden sich die Kanopengefäße, wo die Innereien aufbewahrt worden sind. Das Bemerkenswerteste aber an der ganzen Sache ist nicht, dass da ein Totenschrein drin ist, sondern 4 Gottheiten stehen darum, die das Ganze nach innen schützen. Und die halten die Hände nicht nur so aus dem Grund so offen, sondern sie schützen mit Energien. Wir haben dort getestet, wenn man die Hand hochnimmt, und oben das sind Ureusschlangen oder Kobras. Wenn man die Hand hochnimmt und geht in den Bereich von diesen Ureusschlangen und hat sensible Hände, merkt man, dass da oben Energie rauskommt. Das heißt, der Ring oben von Schlangen stellte einen Schutz nach außen dar. Und die 4 Gottheiten, Isis, Nephthys, Selket und Neith, waren diejenigen, die es nach innen geschützt haben. Ich habe im Verlauf der Zeit im Museum mehrere Statuen gefunden, die heute noch energetisch wirken. Das heißt, wenn man abfühlt, stellt man fest, dass schon im Brustbereich stärker Energie zu fühlen ist und dort oben, wo dann die Ureusschlange ist, ist es sogar noch viel, viel stärker. Dann fängt es an, richtig in der Hand zu kribbeln. Und dann fragt man sich, wer hat die Fähigkeit gehabt, so etwas zu praktizieren? Energien zu verbinden mit einem Totenschrein oder mit Statuen. Wir würden heute davor stehen und sagen, wie soll ich das anstellen? Ja? Aber die haben es gemacht. Das sind die von den Kanopengefäßen, die da drin beschützt worden sind. Das sollen auch diese 4 Gottheiten sein, die 4 Göttinnen. Die 4. ist dann unterwegs in einem anderen Museum zu einer Ausstellung. Also man muss auch sagen, sehr schöne Frauen, wenn man sie vom Angesicht anschaut. Was mir aber aufgefallen ist, die Bemalung scheint tatsächlich nachträglich gemacht worden zu sein, denn die ist relativ liederlich. Auch die Beschriftung an der Seite wirkt wie schnell und nachträglich gemacht. Deswegen ist schon der Gedankengang nicht ganz abwegig, dass hier etwas wiederverwendet worden ist, was schon viel älteren Datums ist. Zu den Grabbeigaben findet man auch etwas in dem Museum, auch hier von Tutanchamun. Das ist ein Gefäß, wo in der Mitte Duftessenzen enthalten waren. Davon gibt es eine ganze Reihe. Das Kunststück hier ist aus Alabaster, aus sehr hellem Alabaster und bemalt. Und davon gibt es mehrere in einer auch wunderbaren Arbeit, wo man sagen muss, es gab Künstler, die etwas beherrscht haben in einer hohen Fertigkeit. Und das ist der Stuhl von Tutanchamun. Im Hintergrund sehen wir oben die Sonnenscheibe, die eigentlich sein Vater hier zuallererst initiiert hatte, um den Sonnengott zu heiligen. Dafür dann die Stadt Tel El Amarna aufgebaut hatte, wo er versucht hat, diesem Sonnengott zu huldigen. Bis dahin hatten die Priester eine Vielfalt von Gottheiten verehrt und Echnaton wollte das praktisch beseitigen und wieder nur einem einzigen. Und wir sehen, dass eben die Sonnenscheibe mit dem Sonnengott an den strahlenden unten Händen, die dann Energie nach unten liefern, dass das auch hier eine ganz tolle Arbeit ist. So, jetzt machen wir mal einen Sprung aus Kairo raus, ein Stückchen südlicher, das sind so 20, 25 Kilometer, nach Memphis. Dort wurde diese Statue von einem Bauern gefunden im Feld. Sie war teilweise mit Erdreich bedeckt und er hat die dann freigelegt. Die Füße fehlen leider. Ich weiß auch nicht, ob man die je dann gefunden hat. Fakt ist, diese Statue muss im Original etwa 13 Meter groß gewesen sein. Wir sehen hier schon, dass es nicht nur groß ist, weil anhand der Menschen, die daneben stehen, sondern wir können auch erkennen, ein faszinierend schönes Gesicht. Eins, was Ruhe und Weisheit ausdrückt. Wir sehen auch, dass sehr filigran gearbeitet worden ist, diese Nemes-Kopfhaube. Wir sehen, wenn man ganz genau hinschaut, dass eine Kette hier drumherum um den Hals hängt, an dem ein Pektoral, ein Schutzamulett ist. Dieses Schutzamulett zeige ich dann separat noch einmal. Aber wer genau hinschaut, hier geht diese Kette lang, ja. Und da unten, da wieder weiter. So, und was nicht passt in das Ganze mit diesem schönen Hochrelief, ist diese Kartusche auf dem Arm, bei der ich jedes Mal schon die Krise bekomme, wenn ich sie sehe. Ramses II. Angeblich hat er das goldene Zeitalter eingeleitet, weil überall in Ägypten findet man seine Kartusche, tausendmal wird nicht reichen, überall wo es machbar war, hat er seine Kartuschen verewigt und dann gleich so tief, dass ja nicht ein anderer das nochmal nachträglich bearbeiten konnte. Wenn man davor steht, sieht man auch, dass die Bearbeitung innen drin sehr verschieden ist von dem Rest. Jetzt ist aber eins, wenn er hier Ramses sein sollte, dann hätte er, so wie die Kette im Hochrelief ist, auch seine Kartusche im Hochrelief machen lassen müssen. Das wäre angemessen gewesen für seinen Status. So wie wir das auf der Säule gesehen haben von Thutmosis III. Ist aber im Tiefrelief. Und da fängt das ganze Thema langsam an interessant zu werden. Das ist übrigens die Mumie von ihm und das Gesicht. Und man sieht, dass das zweierlei Gesichter sind. Ja? Trotz dessen, dass der hier also mumifiziert ist. Das sind zweierlei Gesichtsformen. Und das finden wir in Ägypten zigmal, weil viele Statuen alle seine Hieroglyphe haben. Die Erklärung ist, ja, er wollte sich hier darstellen als der Gott oder er wollte sich als das darstellen oder als das. Das ist so eine dumme Erklärung, dass ich mich jedes Mal schwarz über solche Bemerkungen ärgere. Dass er die sich unter den Nagel gerissen hat, um Machtanspruch auszuüben, das war das Entscheidende. Und hier sehen wir gleich noch ein bisschen mehr. Wir sehen, er hat in dem Bauch, hier bei dem Gürtel, oben seine Hieroglyphen reinschlagen lassen. Und wenn man das genauer untersucht, stellt man fest, dass bereits hier etwas angeschliffen worden ist, hier angeschliffen worden ist, um diese Wellen, die sogenannten Urgewässer, wegzubekommen, damit die nicht in die Hieroglyphe hineinreichen. Dann ist die Hieroglyphe sehr liederlich gemacht worden. Sie schneidet den Teil, ja, unten auch relativ schief und schlechte Qualität, muss ich mal schlichtweg sagen. Ist auch hier alles ein bisschen uneben gemacht, wenn man das genauer betrachtet. Sieht ganz klar danach aus, hier ist es nachträglich manipuliert worden. Rechts sieht man das nochmal dasselbe. Parallel ist aber dann dort, wo diese Hieroglyphe ist, hier dieser Dolch im Hochrelief, ja, der hier oben weitergeht. Jetzt muss man sich überlegen, ein sekundäres Merkmal, etwas, was eigentlich nur einen Beigeschmack hat, wird im Hochrelief gemacht und die eigene Hieroglyphe im Tiefrelief. Passt nicht zusammen. Und am Arm ist noch einmal ganz deutlich zu sehen, ich habe dann mal hier was drüber gelegt und man kann erkennen, dass ab hier angeschliffen ist, um ein Hochrelief vorzutäuschen. Das heißt, hier geht eigentlich eine gerade Linie drüber, ohne das Hochrelief, was wir von, wie hier gesehen haben. Normalerweise müsste es hier hochgehen, so und so. Und solche Manipulationen finden wir an sehr, sehr, sehr vielen Stellen in Ägypten. Das heißt aber mit anderen Worten, das war nicht Ramses II. Dann bleibt offen, wer war das? Wer hat so eine Statue gemacht mit so einer Qualität? Kommt man wieder an Punkte weit, weit, weit zurückliegend, denn die ägyptische Geschichte ist viel, viel, viel älter, als man uns weiß machen will. Und nun eigentlich das stärkste Stück, das Pektorale, das Schutzamulett. Hier sehen wir noch von dieser Kette, wie schön das alles bearbeitet worden ist. Und grundsätzlich, als ich das erste Mal diese Statue gesehen hatte, wusste ich, das ist nicht Ramses. Und ich wusste, hier sind Manipulationen. Und dann habe ich begriffen, was er hier gemacht hat. Das Pektoral liegt auf der Brust auf und normalerweise gehört hier rein in das Schutzamulett entweder eine Gottheit oder das sehende Auge. Hier ist aber seine eigene Hieroglyphe drin. Das bedeutet wortwörtlich, übersetzt in unserer heutigen Gedankenwelt, die Götter können mich alle mal gern haben, ich schütze mich selbst. Das ist Blasphemie. Aber Ramses war ja ein Kriegsherr und nicht ein Gebildeter. Der war nicht für die Kunst, der hat sich das nur angeeignet. Und wer so etwas macht, die eigene Hieroglyphe in das Schutzamulett, ist eigentlich geistig sehr, sehr, sehr tiefstehend und hat nichts damit zu tun, mit der Tatsache, sich von Göttern schützen lassen zu wollen. In Saqqara, oder von Memphis ist es nicht allzu weit nach Saqqara. Das Serapeum, wer kennt das vom Hörensagen oder vom Begriff? Dort sind die sogenannten Stier-Sarkophage. Werde ich dann gleich zeigen. Es war viele, viele Jahre geschlossen. Schon in den Ende der 90er Jahre war es zu, also fast 15 Jahre. Gab wilde Spekulationen über die Schließung und was da drin für Geheimnisse sein sollten und Verschwörungstheorien. Und ich hatte, das war 2004, das erste Mal die Gelegenheit, dort reinzukommen. Ich war zum damaligen Zeitpunkt Gast von Direktor des Altertümerbezirks Saqqara und er hatte mir angeboten, dass ich einige Dinge mir anschauen kann und mir dann den Ägyptologen zur Verfügung gestellt, der mir dann alles zeigen musste. Und so sah es also 2004 aus. Die gesamten Decken waren ursprünglich verkleidet und die Deckensteine sind runtergestürzt und hätten Touristen erschlagen können. Das war der Grund, warum man das Serapeum für die Öffentlichkeit gesperrt hat. Der Deckbereich oben drüber der Wüste ist relativ gering, sodass also auch die Gefahr bestand, wenn irgendjemand ein Fahrzeug drüber fährt, dass Erschütterungen unten zu Zerstörung führen. Übrigens, dann darf keiner mehr jetzt da drüber fahren. Und ich war dann, wann war das? Das muss ich selber überlegen. Das war wohl 2010. Hier hatte man einen Teil der Rekonstruktion gesehen, wie man die Sarkophage geschützt hat mit Holz, damit die Steine nicht runterfallen und mit starken Stahlkonstruktionen sich bemüht hat, die Decke nach oben dann zu stabilisieren. In dem gleichen Jahr waren wir dann an einer anderen Stelle, das ist übrigens mein Freund Dr. Ahmed Osman, vor allem dieser Sarkophage, und man sieht, dass der Deckel ein Stück vorgeschoben ist und man bequem unter dem Deckel stehen kann. Ich hatte damals mit dem ersten Ägyptologen die Möglichkeit gehabt, auch den Sarkophag zu vermessen und bin dann darauf gekommen, dass er 70 Tonnen wiegt. Etwas über 70 Tonnen. Das ist so ein Riesending, dass man da drin Großfamilien beerdigen kann. Und es verdeutlicht noch etwas hier von der diesjährigen Reise im Februar, eine Reiseteilnehmerin, steht unter einem diesem vorgeschobenen Deckel. Unten hat man jetzt zum besseren Begehen eine Holzplattform realisiert, denn die Sarkophage stehen auch etwas tiefer. Es gibt also einen Hauptgang und von dem Hauptgang geht es dann ungefähr 1,5 Meter tiefer und in dieser stehen dann die Sarkophage, 24 Stück in der Reihe, 12 rechts, 12 links. Das sind aber noch nicht alle. Es gibt also das Gangsystem noch weiter. Es sollen wohl über 60 Sarkophage sein. Aber wo ich hier aufmerksam machen will, schauen Sie mal auf die Hand. Nach oben. Spiegelt sich. Das heißt, der Unterteil des Deckels, der übrigens kompakt ist, der Deckel alleine wiegt rund 30 Tonnen. Dieser Deckel ist von unten plan geschliffen, hochglanzpoliert. Ebenso diese Seite und oder alle vier Seiten drumherum. Alles nicht Hochglanz. Und jetzt kommt natürlich wieder die Frage, was passt dazu oder was passt nicht dazu. Und das sehen wir jetzt hier. Ja? Ich habe dann diese Wand nochmal von der Seite fotografiert und man kann erkennen, da ist wieder einer mit dem Schraubenzieher lang gelaufen und hat was reingekratzt. Ja? Und dann wird danach datiert, wie alt das sein könnte, weil man dann von irgendjemandem einen Namen gefunden hat und sagt man, ja, das war aus der und der Zeit und so weiter. Diese Granitsarkophage von 70 Tonnen, die kommen aus Asuan. Und Asuan liegt von Saqqara aus, naja, vielleicht nur 950 Kilometer, so ungefähr in der Größenordnung. 70 Tonnen kriegt man aber auf die Schiffe nicht drauf, die man damals hatte. Dann erklärt man, ja, dann haben die vielleicht auf Holzrollen transportiert. Jetzt ist ja der nächste Witz an der ganzen Sache, man muss das Profil kennen, von der libyschen Wüste und von der arabischen Wüste, die beide erhöht sind, unten ist, in der Senke ist der Nil und das ganze Schwemmland. 4 Monate war immer Überschwemmung, 4 Monate lang. Und ehe der Boden richtig ausgetrocknet war, war es vielleicht, naja, sagen wir 6 Monate, vielleicht auch 7 Monate. Aber da war trotzdem das Schwemmland. Dort auf Holzrollen etwas langschieben, also ich weiß nicht, da komme ich mir sehr veralbert vor bei so einer Theorie. Die Holzbalken sind im Nu verschwunden, im Dreck. Und wie viel Holz will man dann haben oder herholen, um das zu transportieren? Geht nicht. Man kann nicht 70 Tonnen der damaligen Zeit weder in dem Schlammland unten, im Nilland transportieren, noch auf dem Wasserwege, denn jedes Boot würde schon vorneweg umkippen und die Tragfähigkeit war gar nicht so hoch. Und getragen haben sie es auch nicht. Von Saqqara aus, da steht übrigens dann die Pyramide des Djoser, die lasse ich mal mit weg, eigentlich müsste ich so viele Bilder einfügen, nur wir wollen eine gewisse Zeit einhalten. Demzufolge sind manche Dinge, die auch interessant sind, nicht dabei, aber es sind genügend interessante Dinge, die ich hier zeigen werde. Also von der Djoser-Pyramide von Saqqara in Katzensprung sieht man gleich die Rote Pyramide, die drittgrößte in Ägypten und von der Grundfläche die zweitgrößte sogar. Sie ist also von der Grundfläche etwas größer als die Chephren-Pyramide, aber nicht so hoch. Und diese Pyramide hat ein enorm kompliziertes Kammernsystem. Das ist das hier, was man hier sieht. Diese Galerien innen drin sind über 12 Meter hoch. Ich habe 2004, 2005, irgendwann in der Drehe, hatte ich diese vermessen. Ich war also mit einem Freund dort, wir haben mit Laser alle 3 Kammern, das ganze Gangsystem vermessen und ich bin dann dahinter gestiegen, das ist Science Fiction. Erste und zweite Kammer haben je 1650 Kubik Volumen gehabt, zusammen 3300. Da kommt man in Symbolismen wieder hinein, die auch mit Gizeh-Plateau in Übereinstimmung stehen. Das Gangsystem alles geprägt und insgesamt mit Gangsystem exakt 80 mal 80 gleich 6400 Kubik Königsellen Volumen. Man hat in dem System geplant, nicht nur vom Volumen, man hat geplant von der Grundfläche, die ergibt einen besonderen Wert. Es gibt einen besonderen Wert, wenn man die Stirnflächen sieht oder wenn man die Seitenflächen sieht. Und wenn man das Gangsystem Volumen betrachtet. Also verrückter kann man es gar nicht machen von der Planung. Und wenn wir mal reinschauen in diese Kammer an die Decke, dann sehen wir die Granitsteine, wie die allmählich nach oben gestiegen sind, bis in die oberste Spitze hinein und von einer Qualität, wo man nur sagen kann, wer sollte das damals gebaut haben? Granit. So, wir begeben uns ein Stückchen weiter Richtung Süden, die Pyramide in Medum, etwa 50 Kilometer südlich von Kairo, ist ein Phänomen, ein Rätsel. Die gesamte Struktur lässt mehr Fragen offen, als sie überhaupt eine einzige Frage da beantwortet werden könnte. Und von außen, das, was man hier sehen kann, Diese Steine sind wieder exakt bearbeitet, glatt, und sie haben auch in der Fuge wieder kaum einen Spalt. Nur die Erosion hat ermöglicht, dass man die Fugen stärker sieht. Und wenn man hier weiter runter geht in die Pyramide hinein, kann man auch erkennen, dass das Gangsystem, all diese Steine sehr gerade übereinander sind, aber massiv zerstört. Diese Zerstörung ist so gewaltig, dass man sich fragt, wer hat das gemacht? Und wie alt ist das? Nun ist das Überraschende, wenn man das Geländeniveau durchschneidet, also hier so das Gelände, hier die Pyramide, und man geht dann so rein, unterhalb des Geländes findet man massiv Salzkristalle an den Wänden. Ja, ich habe also auch getestet, Kochsalz. Ja. Nun ist die Frage, wieso ist da ein Salz an den Wänden? Überschwemmungen vom Nil würden ja normalerweise mit Süßwasser kein Salzkristalle bringen. Also, wie alt ist die Pyramide denn tatsächlich, wenn da Salzkristalle an den Wänden sind? Ich mache einen Sprung nebenan zu dieser Mastaba, die von außen wirklich aussieht wie, naja, moderneren, also letzten Zeiten, vor den 5000 Jahren. Aber da steht unter anderem, dass diese Mastaba den ältesten Sarkophag enthält, den man in Ägypten gefunden hat. Nun haben mich dort Einheimische aufmerksam gemacht, ich möge doch bitte mal an der rechten Seite, da gibt es so ein paar Löcher, auch hier auch, aber die sind alles Blindgänge, und dort rechts gibt es einen, da sollte ich mal reinkriechen. Natürlich mache ich sowas, da habe ich gar keine Hemmung. Es ging am Anfang noch, dass man so ein bisschen im Watschelgang gehen konnte, aber ganz, ganz, ganz flach. Und dann wurde es noch flacher und dann musste ich auf allen Vieren kriechen, ja, nur so. Ich dachte, na, wohin führt das noch? Ich hatte dann schon ein bisschen Hemmung oder ja, fragende Gedanken in meinem Kopf. Ich dachte, wenn das noch enger wird, bleibst du da mit deinem Bauch stecken oder nicht? So, und dann entpuppte sich etwas, dass da hinten auf einmal ein Loch war und in einer Kalkwand war ein Durchbruch gemacht worden. Man sieht also ringsum alles eigentlich diese Lehm-Schlammziegel und dann auf einmal beginnt Kalkstein. Und als wir dann da reingeklettert sind, das sah es da drin so aus. Da ist im ersten Bild ja links der Deckel vom Sarkophag zu sehen, auch also aus Granit, sehr gut bearbeitet. Ein riesiger Deckenbalken da oben drüber, aus Granit, alles bearbeitet. Wieder wunderbar gerade die Fugen. Und hier rechts war der Originaleingang, der bis heute noch verschlossen ist. Man sieht also, man kann ein Stückchen hochlaufen und sieht dann einen Blockierungsstein, der nicht geöffnet worden ist, und von außen ist also noch dieser Schlammziegel davor. Und das Erstaunliche bei der ganzen Sache ist dann eigentlich wiederum ein Phänomen, dort unten wimmelt es die ganzen Wände voll mit Salzkristallen. Ich habe hier das Bild farblich nochmal aufgehellt, damit man besser die Salzkristalle sieht, die zum Teil so groß sind. Und jetzt wieder die Frage, wie kommt unter das Level dort Salz in solchen starken Konzentrationen hinein? Rein theoretisch muss man sagen, ist das nur möglich gewesen durch eine starke Überflutung vom Norden, vom Mittelmeer. Wir wissen ja, dass im Mittelmeer, dass das ursprünglich mal viel tiefer gewesen war. Können wir daran erkennen, in Malta gibt es einen unterseeischen Tempel, der wohl bei 18 Meter Höhe seine obersten Teile hat und angeblich bis 180 Meter unter Wasser geht. Übrigens im Kaspischen Meer analog. Und da kommt man an Punkte, wo man sagen muss, Sinnflut. Sinnflut ist von Geologen real akzeptiert. Wir wissen, dass die gegeben hat. Zeitalter diskutieren sie unterschiedlich, aber man muss in die Größenordnung rechnen, 12.000, 13.000 Jahre zurück. Wenn das aber 12.000, 13.000 Jahre die Sinnflut war und hat Teile von Ägypten überschwemmt, dann war das Salzwasser. Und dann stand es da unten und hat allmählich die Salzablagerung geschaffen. Wenn wir auf dem Weg nach Süden weiterfahren, kommen wir in ein Gebiet von Tel El Amarna. Hier war ursprünglich die Stadt von Echnaton. Man hat dort so gut wie nichts gefunden, ganz wenige Überbleibsel von Fundamenten, die man ausgegraben hat. Ansonsten wurde eine riesige Stadt dort wieder geschliffen. Die Priester hatten so einen Frust auf Echnaton, dass sie versucht haben, alles von ihm auszulöschen, was es nur gab. Und ich war dann also in dieser Ecke auch gewesen, und hier unten sehen wir ein Fahrzeug, da geht es dann in ein Seitental rein. Ich kann heute nicht sagen exakt wie viele Kilometer, das kann man schlecht erfüllen, durch Felsen, Schluchten durch, vielleicht 8 Kilometer. Und ganz hinten war dann das Grab von Echnaton. Wir durften nicht fotografieren, ich habe also hier heimlich versucht zu fotografieren, ein bisschen. Und man erkennt hinten wieder die Sonnenscheibe und einige andere Dinge, viel zerstört da drin. Aber das Grab von Echnaton existiert, weil es da von manchen in der Literatur auch Fragen gibt, wo ist er begraben und so weiter. Das ist es. Jetzt kommen wir schon nach Abydos. Abydos ist eine ganz zwiespältige Angelegenheit. Etwas ganz Ungewöhnliches. Es gibt dort Gräber, die angeblich dem gleichen Pharao zugeschrieben werden wie in Saqqara. In Saqqara gibt es an dem Rand dem Zivilisationsniveau, wo es zu dem Bereich geht, wo Palmen wieder wachsen und Grünland ist, oben eine Reihe von Gräbern, wo ich auch schon mal gewesen bin. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Die sind in der Regel wieder zugeschüttet worden. Aber was das Kuriose ist, sie sind gebaut worden in einer sogenannten Palastfassaden-Nischenarchitektur. Sehr komplizierter Name. Und wenn man da davor steht, staunt man nur, denn das sind die Außenwände gewesen. So kompliziert. Ja. Und innen drin fand dann praktisch die Grabanlage, und die ist hier in Abydos zu finden, wie einige andere. Man hat die dann wieder zugeschüttet zum Schutz, weil die auch aus Lehmziegeln, gebrannten Lehmziegeln gemacht worden sind, sodass die, wenn sie geschützt sind, wieder zugeschüttet sind, besser erhalten bleiben. Die Frage bleibt nur, wer kommt auf solche ungewöhnliche Struktur, und das vor 5000 Jahren. Das der Hoa'aha wird der ersten Dynastie zugeschrieben, aus heutiger Sicht rund 5000 Jahre zurück. Und dann so eine ästhetisch gestaltete Wand ist bemerkenswert. Gleich in Abydos finden wir noch eine ganze Menge mehr, auch ein Tempel von Ramses III. Und noch einige andere Tempelanlagen. Aber ich will mal übergehen zu Abydos, zu dem Tempel Sethos I., wo ganz offen sichtlich unterschiedliche Bauzeitalter bestehen, wo man unterschiedlich ergänzt hat, auch von Ramses II. Und so sieht der Grundriss aus, der überhaupt nicht passt zu der gesamten ägyptischen Kultur. Dieser L-förmige Teil, der linke Teil, der hat mich schon immer ein bisschen fuchtig gemacht, weil ich der Auffassung war, das passt nicht dazu. Der Hauptteil, der längere, genau in der Verlängerung ist das Osirion auf der Mittelachse. Und ich habe dann lange gesucht, dann habe ich festgestellt, dass dort, wo ein Weg rüber geht, dass dort Durchbrüche gemacht worden sind, aus dem Stein rausgehackt worden, dass man nachträglich dort einen Durchgang geschaffen hat. Das heißt für mich, das muss ich betonen, für mich, ich bin der Auffassung, dass dieser linke Teil später angebaut worden ist von Sethos. Was man nämlich hier drin noch erkennt, sind verschiedenste Arten der Darstellung von Göttern, Hochrelief, Tiefrelief, bei den Schriften genauso, ist ein Durcheinander. Und wenn man so ein Durcheinander sieht, dann muss man sich fragen, über welchen Zeitraum ist es gebaut worden und wer hat alle seine Finger im Spiel gehabt. Hier ist diese, machen wir nochmal zurück, bei dem rechten Bild gibt es hier so einen Gang, das ist dieser hier. Und an dieser Stelle ist hier oben die Königsliste, auf die ich gleich eingehe, und hier ist noch eine. Und hier sieht man deutlich, dass die Wand durchbrochen ist und Steine unregelmäßig herausgehackt worden sind. Also dieser Eingang hat nicht von Anfang an bestanden. Hier sehen Sie diesen Gangbereich, rechts die Königsliste. Dort kann man erkennen, dass auf der rechten Seite Sethos I. seinem Sohn Ramses II. Erklärt, die vor ihm lebenden Pharaonen von der ersten Dynastie an, also von Menes. Es fehlen einige, weil die Priester auch ein bisschen subjektiv waren. Sie haben also Echnaton weggelassen und noch Tutanchamun und noch einige aus der Zwischendynastien. Aber im Großen und Ganzen ist ja die Königsliste ziemlich umfangreich dargestellt. Und zu der gegenüberliegenden Liste, auf der linken Seite, gibt es eigentlich so gut wie nichts in der Literatur zu finden. Ich habe bisher eine einzige Zeile gefunden. Nur eine einzige Zeile. Alles andere wird vergessen gemacht. Und so. Und ich wusste, wo ich dort war, sofort, die linke ist die viel wichtiger. Und in dem einen Satz, den ich da gefunden habe, steht, dass dort Gottheiten manifestiert sind. Das ist aber die Liste der Halbgötter und der Götterdynastien. Hierzu muss man noch sagen, es gab einen Priesterhistoriker, der, also ein ägyptischer Priesterhistoriker, der hieß auch übrigens Menes, der in seinen Aufzeichnungen beschrieben hat, dass vor der ersten Dynastie, vor dem wahren Menes als König, Halbgötter und Götterdynastien bestanden haben. Und die hat man aber weggedrückt, weil man gesagt hat, ja, der hat dort Jahreszeiten angegeben, wie lange die geherrscht haben. So lange hätten die gar nicht leben können. Da ging es weit über 100 Jahre hinaus. Also hat man das als Blödsinn abgetan und deswegen wird die Liste ignoriert. Aber wenn man davon ausgeht, was wir vorhin gesehen haben mit, im Museum, die mit dem anderen Kopf, andere genetische Rassen, die hatten andere Lebenszeiten, dann wird das schon wieder ganz anders. Dann findet man das erste Mal Erklärung, dass es Dynastien gegeben hat, mit einer höheren Kultur, mit höherem Wissen, mit höheren Fähigkeiten und die Dinge praktizieren konnten. Und da waren die 70 Tonnen von dem Sarkophag noch das Kleinste. Das geht noch in andere, viel andere Größenordnung hinein. In dem Tempel ist, ich sage vorhin schon, so ein Mischmasch von allen möglichen Hieroglyphen. Die hat schon viel Spekulation hervorgerufen, wo dann diskutiert wird mit Panzer und mit UFO und allem möglichen. Ich muss sagen, ich habe das auch sehr lange geglaubt, bis ich dort war und auch die wissenschaftliche Abhandlung dazu gesehen habe. Denn das ist alles, was hier drauf ist, es gibt's. Das hier, es gibt's. Man hat also nicht im Gestein das herausgearbeitet, sondern auch hier oben sieht man, dass Gips abgeplatzt ist. Und wenn hier Dinge gemacht worden sind, die vielleicht unterschiedlich zu bewerten sind, wo man sagt, da ist vielleicht was rausgefallen, wie auch immer, oder es gibt noch ein paar Hieroglyphen, die wir nicht kennen. Ich glaube nicht, dass das was mit dem Panzer zu tun hat, denn dann müsste diese Hieroglyphe unheimlich alt sein. Schaut einmal im Vergleich an, in der Wand, in den vorgehenden Räumen, sehen die Wände so aus. Hochrelief, farbenprächtig, die Hieroglyphen, auch alles im Hochrelief, ist also viel, viel, viel älteren Datums. Und das ist, hier links, ist jüngeren Datums. Das kann man aus der Zeit Sethos durchaus zuordnen, denn in dieser Zeit hat er vieles hereinhacken lassen. Das war sein Stil. So, und nach der Hofseite oder nach Rückseite von dem Tempel befindet sich das Osirion. Ein Traum. Ein absoluter Traum, weil dort Steine verarbeitet worden sind aus Granit, die richtig klopper sind. Wenn wir so eine Säule hier betrachten, wie die wir gleich hier vorne sehen, ja, das sind ungefähr 2,10 Meter und das sind ungefähr 2,30 Meter, beides knapp. Das ist alles Granit und man erkennt an keiner Stelle eine Unebenheit. Man erkennt nur eine relativ gleichmäßige Korrosion an dem Stein, dass er also nicht mehr exakt glatt ist, sondern ein bisschen leicht angegriffen wie bei Sandpapier. Aber es ist eben und man erkennt nirgends, irgendwo an einer Stelle, dass da eine Wellenlinie drin ist oder vom Reiben eine Unebenheit. Man geht davon aus, dass der Tempel, als widersprüchlich auch, von Meren-Ptah gebaut worden ist, dem Sohn von Ramses II. Allerdings gibt es auch die Überlieferung, dass es vor 5000 Jahren bereits ein Pilgerzentrum gewesen ist, weil man damit das Grab des Osiris verbunden hat. Nun seht ihr, dass in dem Tempel da unten Wasser steht. Das ist jedes Jahr unterschiedlich hoch. Im Frühjahr mehr, und, nee, Entschuldigung, im Herbst mehr und im Frühjahr etwas weniger. Und wir können beim nächsten Bild erkennen, das ist jetzt im Februar aufgenommen worden, dass der Wasserstand deutlich tiefer ist. Rechts kann man die Wasserstandslinie erkennen, wie weit das etwa steht. Und jetzt ist die erste Frage, wer baut einen Tempel, der immer im Wasser steht? Passt nicht. Wenn man einen Tempel baut, dann so, dass er das ganze Jahr immer im Trocknen steht, dass er immer begehbar ist. Da kommen die ersten Fragen auf. Dann geht es da hinten durch den Gang in ein zweites System, wo es nach außen führt. Da hinten sehen wir noch den Hintergrund von dem Gelände, was ziemlich hoch steht. Und noch weiter dahinter ist dann der Nil. Das, was wir dort sehen, ist noch die Granate, das Besondere. Aber erst einmal, in dem Bereich sieht man hier schon eine Reihe von Hieroglyphen, die nachträglich dran gemacht worden sind. Und an dieser Säule hier rechts, da ist die sogenannte Blume des Lebens dran. Die werden manche schon gehört haben, die vor allem durch die Blume des Lebens, das Buch, da veröffentlicht worden sind. Das ist ein Symbolismus, keine Realität. Ja, kosmisch gibt es nichts auf dem Blatt Papier, das ist alles dreidimensional. Das man so am Rande bemerkt, aber es ist ein sehr guter Symbolismus. Und nach der anderen Richtung fotografiert. Und man sieht, wie weit eigentlich das Geländeniveau ringsherum erhöht ist. Bis hierher ist Nilschlamm. Und hier oben drüber ist was ganz anderes. Dort ist Sand und, naja, sagen wir, Dinge, die aus dem Norden gekommen sind. Das ist vom Süden gekommen und das ist vom Norden gekommen. Wenn bis in die Höhe Nilschlamm ist, dann muss man sich fragen, wann ist dieser Tempel gebaut worden? Hier geht es also um Zeitalter, wo man weit, weit, weit zurückrechnen muss, denn ich sagte vorhin mit der Sintflut und nur da kann dieser Wüstensand mit wahrscheinlich Schlickbestandteilen aus dem Norden angeschwemmt worden sein, über den Nilschlamm hinweg. Anders geht es nicht. Alleine die Tatsache, dass der Nilschlamm bis hierher geht, zeigt, dass es einmal irgendwo eine Kataklysme, eine Riesenkatastrophe gegeben hat im Süden, wo Unmengen Schlamm das ganze Land überschwemmt haben. Und dann war dieser Tempel auch unter Schlamm verborgen, ist dann freigelegt worden. Tempel Sethos I. steht auf einem anderen Tempel, der kaputt gegangen ist, ist also in die Geschichte, die wiederum weit, weit, weit zurückliegt. Und hier kommt man in Größenordnung von Altern. Da muss man mit Zehntausenden von Jahren rechnen. Dendera, das ist ein schönes Bild. David Roberts, ein englischer Maler aus armen Hause, war gut veranlagt, ist dann sogar in der Royal Society aufgenommen worden, hat damals den Tempel gemalt, wie er ihn vorgefunden hat. Und wir sehen, dass rechts, Entschuldigung, dort oben Araber sitzen und der Sand bis in die Köpfe hineingeht. Ja. Und so sieht er heute aus. Das heißt, also die Araber haben hier gesessen und bis hier hoch ging der Sand. Das ist schon eine ganze Menge, was da angeschwemmt worden ist. Und dieser Tempel wird Ptolemäus III. Zugeschrieben, einem Griechen. Und man sagt, hier hat ein Grieche sich verewigt, innen drin als Pharao. Man muss bedenken, die Griechen haben einen eigenen Götterkult gehabt mit Zeus. Und in einem fremden Land als Eroberer zu gehen, dort zu herrschen und dann auf die Idee zu kommen, meinen eigenen Götterkult, den lehne ich mal ab. Ich nehme jetzt den ägyptischen Götterkult an und ab heute bin ich Pharao Ptolemäus. Irgendwo passt da was nicht ganz zusammen. Dass er das dort sich verewigt hat, ist Fakt. Ja? Also warum, weshalb, weswegen er auch eine gewisse Liebe für die Kultur hatte, das kann man noch verstehen. Aber dass er den ganzen Tempel gebaut hat, das halte ich für einen Trugschluss. Denn in dem Tempel haben wir wieder Dinge, die sich widersprechen und vor allem die Größe. Die Größe von dem ist immens. Hier will ich noch etwas anfügen. Hier ist wie ein Energieband. Ich habe bei einem Tempel erlebt, dass in dem drin übrigens, da fehlte ein Stein. Und wenn man da die Hand reinhält, merkt man, dass da wie ein Energiefeld durch die Hände geht. Auch das ist sowas, wo man sagt, wir haben von der offiziellen Seite keine Erklärung dafür. Im gewissen Sinne könnte man sagen, ein moderner Blitzableiter, aber es muss noch einen anderen Grund gehabt haben, der uns heute nicht mehr bekannt ist. Und in der Tempelanlage hat eine deutsche Firma Rekonstruktionsarbeiten gemacht, um die alten Farben wieder freizulegen, denn dort haben vor allem die Kopten schwer gehaust, sehr schwer. Die Christen haben überhaupt für die ägyptische Kultur nichts übrig gehabt, ebenso wie die Araber nicht. Und dort drin ist Feuer gemacht worden, man hat gekocht, ja, und man hat allen möglichen Mist gemacht, viel zerstört, was sehr, sehr, sehr traurig ist. Und die Farbenpracht ist eine ganz, ganz tolle, wenn man das also wieder erkennt. Und hier oben ist alles im sehr schönen Hochrelief gemacht und an den Säulen sieht man wieder, wie alles reingehackt ist. Die Säulen waren im ureigenen Sinne niemals beschriftet. Das sind Dinge, die später gemacht worden sind, um irgendwelche Ansprüche noch geltend zu machen oder um noch zusätzliche Informationen hineinzugeben, wer da geherrscht hat. Auch ein bisschen heilige Texte noch dazu. Aber wir sehen, dass der ursprüngliche Teil in diesem Tempel im Hochrelief war. Und das ist eine Faszination. Hier ist nicht Gips da drauf oder irgendein anderes künstliches Mittel. Der Hintergrund des Steines sehen wir deutlich an den Steinen, wo die übereinander gesetzt sind. Und davor ist nicht draufgesetzt, sondern der Hintergrund ist herausgearbeitet. Und der Hintergrund ist plan herausgearbeitet. Und wir kommen bei dem Bild auf noch etwas ganz Seltsames, wo sich Ägyptologen noch gar keinen Kopf gemacht haben. Die Götter haben Kopfbedeckungen, die immens sind, gewaltig groß, in einem heißen Land. In Ägypten braucht man eigentlich keine Mütze. Ja, das ist einleuchtend. Aber die haben Hüte und Kopfbedeckungen, die so immens teilweise sind, wo man sagt, wer hat das Vorbild geliefert? Wie komme ich als ein einfaches Volk angeblich auf die Idee, jetzt tue ich mal ein paar Götter darstellen, ach, dann machen wir denen mal richtig einen Zauber auf den Kopf drauf. Da könnte man ja Eier drunter braten. Ja, zum Teil sind die so groß in dieser Hitze. Und Dendera, ich habe letzten Jahr im September hatten wir eine 50 Grad gehabt. Da steht man und man macht nichts und der Schweiß läuft von alleine. Da würde ich mir nicht so einen Hut draufsetzen. Ja. Also ist die Frage, wer hat das Vorbild geliefert? Haben die sogenannten Götterdynastien sich versucht, gegenüber dem Volk in einer anderen Form zu zeigen? Haben die Dinge praktiziert, die mit ihrer DNS praktikabel waren? Haben sie zu bestimmten Anlässen sich so dargestellt? Denn normalerweise kommt kein Mensch auf eine Idee, etwas darzustellen, was er noch nie gesehen hat und dann noch überall einheitlich im ganzen Land, vom Nord bis Süd. Und wir müssen noch bedenken, es gab verschiedene Priesterschulen. Wir hatten die im Delta oben mit der Priesterstadt Sais, die schon längst zerstört ist. Wir haben dort oben nicht Hermopolis oder unterschiedliche Städte, da gehört auch Hermopolis dazu, da gehört auch Memphis dazu, da gehörte Karnak dazu, da gehörte dazu Komombo, Edfu, all diese Orte haben eigenständige Kulturen gehabt. Und alle haben aber selbe Götter dargestellt. Also ist wieder die Frage, wieso haben die sich abgestimmt, überall den gleichen Hut draufzusetzen. Und in Dendera gibt es noch etwas ganz Bemerkenswertes. Das ist eine unterirdische Kammer, unterhalb des Geländeniveaus, wo Erich von Däniken schon allerhand darüber geschrieben hat und das als Glühlampen bezeichnet hat. Als ich das erste Mal da unten war, wusste ich sofort, das sind keine Glühlampen. Und warum bin ich auf die Idee gekommen? Jetzt tun wir es mal genauer betrachten. Wir gehen zuerst zu dem rechten Bild und wir sehen Mann und Frau getrennt sitzen. Der Mann ist derjenige, der weiter links, der hier drauf sitzt, an der Stelle, auf einem Podest, was erhöht ist. Die Frau sitzt Rücken. Sie sind beide getrennt auf einem niederen Podest. Dann dieser Jetpfeiler hat die Hände außen, stützt das Ganze, damit das hier nicht zusammenbricht. Das ist eigentlich eine Energiespirale, die immer was mit Energie zu tun gehabt hatte. Hier drüben auch. Hier sitzt die Frau auf dem Beginn dieser Spirale, was man eher mit Kundalini-Energie bezeichnen kann, also einer menschlichen Lebensenergie. aber sie ist getrennt. Mann und Frau sind getrennt. Hier ist so etwas wie die Teilung des Männlichen und des Weiblichen. Während auf der anderen Seite, links, sieht man, dass sich Mann und Frau die Hände reichen. Und wenn man da davor, unmittelbar davor steht, kann man sogar sagen, die lächeln sich ein bisschen an. Dann sind beide auf dem gleichen Niveau. Beide sitzen auf dem Beginn dieser Spirale. Dieser Jetpfeiler, ein energetisches Symbol, geht durch diese Blase hier außen durch und schließt einen Kreislauf. Das heißt, wenn das eine Glühlampe sein sollte, rein theoretisch, wäre der Symbolismus mit Mann und Frau nicht notwendig. Dann wäre nicht notwendig, einen Jetpfeiler drüben so schief darzustellen und die ganze Symbolik hier gravierend zu verändern. Es sieht eher aus danach wie die Teilung in das männliche Zeitalter und wie hier alles wieder mal in das Gleichgewicht kommt, wo das Weibliche wieder in der gleichen Form akzeptiert wird. Sicherlich bleiben Fragen noch offen, aber eine Glühlampe ist es für mich definitiv nicht. Im Luxor sieht man ein Modell von dieser riesigen Tempelanlage, die aktuell die größte ist in der Welt. Man glaubt aber, dass auf der anderen Seite Theben, auf der anderen Seite des Nils, das mal größer gewesen war. Und in Achmin, das ist Mittelägypten, hat man Reste einer Tempelanlage gefunden, wo man davon ausgeht, sie ist möglicherweise die allergrößte gewesen. Aber das ist schon beeindruckend genug. Wir sehen hier im rechten Teil des Bildes, dass dort die Sphinxallee ist, dass dort der Haupteingang, und diese gesamte Anlage ist in vielen Epochen ergänzt, erweitert und umgebaut worden. Der rechte Teil oder der Teil da hinten, wo die Pylone sind, führt Richtung dem Luxor-Tempel, wo über 2 Kilometer rechts und links ebenfalls Sphinxen stehen. Und diese Strecke hat man jetzt freigelegt. Sie war überbaut worden durch Wohnhäuser. Man hat da überhaupt keine Rücksicht genommen, dass da unten drunter Sphinx war, hat die zum Teil Köpfe abgeschlagen, beschädigt, weil die Ägypter ja für die Kultur nichts übrig haben. Und jetzt haben die Ägypter durchgesetzt, die Altertümerverwaltung, dass die Häuser wegkommen, und jetzt wird das Ganze rekonstruiert bis zum Karnak-Tempel. Und in dieser Anlage sind also, da könnte man wieder den ganzen Tag drüber reden, aber ich beschränke mich auf wenige Dinge. Das ist einmal der Eingangsbereich, wo man beigebracht bekommt, die haben es hier nicht geschafft, die Steine zu schleifen. Aber man kommt nicht auf die Idee zu sagen, dass das eine Absicht war. Das ist nämlich innen genauso. Und auch die Säulen waren ursprünglich so gewesen. In so einer Anlage ist es ruhig. Jeder Ton wird gebrochen. Es ist wie in so einem Tonstudio, die wir bei den Großen kennen, wo die Decken und die Wände alle mit besonderen asymmetrischen Strukturen sind. Und wenn man da spricht, ist es leise. So, wir gehen mal weiter. Wir sehen hier in dieser Allee die hintersten Säulen, die teilweise bearbeitet sind und teilweise noch erhalten. Hier ist also auch wieder die Aussage, ja, dort sind sie noch nicht fertig geworden, aber alle Säulen waren so gewesen. Erst ab Haremhab, das war der General von Tutanchamun, das ist die erste Hieroglyphe, die man gefunden hat und die ich auch entdeckt habe. Ab da begann der Spaß, sich hier Graffiti, einen eigenen Namen reinzuschlagen, in die Säulen. Während die Wände in dem Tempel, ähnlich wie in Abydos, wunderschöne Götterszenen haben. Man hat also versucht, die Säulen nachträglich zu schleifen, damit man Platz hat, um den eigenen Namen hineinzubringen. Und der Schlimmste war wieder, wie immer, Ramses II. Denn der hat in die Säulen so tief seine Hieroglyphen reingeschlagen. Und das in der Höhe, wo man sagt, er hat es versucht zu verhindern, dass ein anderer jemals das wieder verändern kann. So, und jetzt sehen wir nochmal meine Lieblingssäule, oder die beiden. Ist wie ein Tor ist das. Und der untere Teil ist von Erosion zersetzt. Also ist die Frage wieder, was hat es geschafft, Säulen so stark in Mitleidenschaft zu ziehen? Denn das ist nicht mit der Pfeile abgemacht worden, sondern man kann an bestimmten Stellen deutlich erkennen, dass es allmählich ringsherum erodiert ist. Und das war wahrscheinlich auch ein salzhaltiger Schlamm gewesen. Jetzt gibt es noch etwas. Es ist ja wie ein Pylon, Entschuldigung, wie ein Obelisk. Bei diesen beiden Säulen gibt es auch einen energetischen Bezug. Die hintere hat so etwas wie eine Blüte, die aufgeht mit einem Docht nach oben. Dort beginnt eigentlich ein Energiefeld nach oben, was sich schließt und hier aufgenommen wird in diesen drei Kelchen und dort ein Kreislauf bildet. Der ist heute deutlich geschwächt, aber man kann noch etwa Reste von diesem Energiefeld erfassen und erfühlen. Und dass diese Säulen natürlich eine super Arbeit sind, muss man nicht betonen. Die Hieroglyphe oben, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, hat etwas mit kosmischer Genesis zu tun. Und ich habe den Zugang bekommen, Wissen zu erklären, wie es alles entstand. Wie aus dem Urchaos Ordnung entstand. Das ist eine längere Geschichte, die man nicht hier mit ein paar Worten abhandeln kann, aber das ist als Genesis da oben verborgen. Diese Säulen, das weiß ich definitiv, sind beide 36.000 Jahre alt. Und der älteste Teil dieser Tempelanlage ist 54.000 Jahre. Es war also weiter hinten begonnen, das gehört mit zum hinteren Teil. Und nach vorne, wo die Hyposteilhalle ist, ist eigentlich jüngeren Datums, aber immer noch 18.000 Jahre. Und die Kapitelle oben, also an der Säule oben, wo dann die Balken drauf gelegen haben, sind so groß, dass auf so einem Kapitell 100 Personen stehen könnten. Solche Riesenklopper sind das. Das nimmt man erst richtig wahr, wenn man davor steht. Hier aus der Entfernung auf dem Bild kann man das gar nicht richtig begreifen, dass da 100 Leute draufpassen. Und alleine solche Säulen zu errichten, die Pylone dazu und die Obelisken, das ist schon etwas, was in ein ungeheures hohes Niveau hineinreicht. Hier nochmal die Säule aus einem anderen Blickwinkel, wo man auch nochmal sieht, wie plan die ganze Sache geschliffen ist. Und nur noch als Bemerkung nochmal, weil da muss ich immer belästern. Die Hieroglyphen, der Hintergrund bei beiden, ist plan. Dazwischen das zu schleifen mit den Steinen reiben, ist hoffnungslos, kriegt man nie so hin. Wer das glaubt, also da kann man sagen, der zieht auch die Schuhe mit der Kneifzange an oder was Ähnliches. In der Tempelanlage gibt es gleich, wenn man hier an diesen Säulen ein Stückchen rechts, 4, 5 Meter vielleicht, sieht man das in der Horizontalen, in der Höhe etwa. Eine Kernbohrung im Granit. Wenn Sie dort reinfassen, ist es so, als wenn Sie in eine Vase hineinfassen, die Sie zu Hause haben. Glatt, richtig glatt, so wie hier. Im selben Tempel findet man die Kernbohrung weiter oben an der Decke. Medinet Habu ist auf der anderen Seite des Nils, Tempelanlage. Ist ebenfalls eine Kernbohrung im Granit. Und der Hatschepsut-Tempel ist auf der anderen Seite das gleiche, Kernbohrung. Ich habe mittlerweile eine ganze Menge schon gefunden. Bei der französischen Expedition hat man das damals schon erfasst, um 1802, 1803, dass es solche Kernbohrungen gibt und war schon der Auffassung, dass das eigentlich nur mit Diamantbohrern möglich ist. Wieder die Frage, wer hatte die Fähigkeit gehabt, Kernbohrungen herzurichten? Auf der anderen Seite, das Medinet Habu ist eine Tempelanlage, die auch ziemlich groß ist. Und der hinterste Teil ist eigentlich derjenige, der weitgehend zerstört ist, aber viel älter erscheint in manchen Details. Der vordere sieht man das Säulen und auch die Statuen, wie zum Beispiel dort in der Ecke, aus Kalkstein errichtet worden sind und dann bearbeitet worden sind. Aber was mich ärgert, was mich so maßlos ärgert, die Hieroglyphe von Ramses III., Geburtskartusche und Namenskartusche, so oft, also man kann sagen, es werden nicht 1000 sein, aber in der ganzen Anlage, wo man sich bewegt, dreht und steht, findet man seine Kartusche. Jetzt muss man sich überlegen, da war Pharao. Als Pharao war er bekannt. Und jetzt macht er als Pharao überall seinen Namen hin, so nach dem Prinzip, mich kennt ja keiner, ich muss ja jeden aufmerksam machen, dass ich das bin. Ähnlich wie bei dieser Statue in Memphis, ja, wie der Kellner. Ein Schild obendrauf, ich bin der und der. Na, wer macht denn das als König? Ein König tut doch nicht mit einem Namensschild rumlaufen. Und dann hier der Teil, wo man in die Decke hineingearbeitet hat und die Hieroglyphen über den Höhensprung drüber weg. Das ist eindeutig nachträglich gemacht. Und im hinteren Teil ist das leider wieder zerstört, massiv beschädigt. Aber schauen Sie mal, Sie sehen, wie das Granit glänzt. Nach unendlich langen Zeiten glänzt. Und filigrane Bearbeitung, und wenn man da dran fasst, ja, was man nicht soll, wir machen es ja trotzdem, stellt man fest, glatt wie so eine polierte Marmorplatte. Und dann kommt das dazu, da, an der Stelle, ist das reingekratzt. Und unten ähnlich dann an irgendeiner Stelle war die Hieroglyphe, Ramses III. Na, wer macht denn so etwas, so eine wunderschöne Staatengruppe, so zu versauen? Einfach wieder da so reinritzen, so hässlich. Und nach solchen Dingen wird eine Datierung vorgenommen. Stellt euch vor, ihr findet auf einer Burg einen Bierdeckel. Da kommt doch keiner auf die Idee und sagt, die Brauerei hat die Burg gebaut. Ja? Aber die Ägypter, die machen das. Auch noch zu Luxor gehören die Memnon-Kolosse, die beiden. Dahinter war übrigens dann die Tempelanlage, die wohl größer gewesen sein sollte als diejenige von Karnak. Dort finden Ausgrabungen statt. Man sieht auch dort noch die Abgrenzung, wo man versucht, Sichtschutz zu machen zu den Ausgrabungen. Diese Statuen, diese beiden, immens groß, auch Granit, 800 Tonnen. Eine. Durch ein Erdbeben ist die rechte zerstört und man hat die dann nachträglich wieder versucht, ein bisschen zusammenzuflicken und aufzubauen, wahrscheinlich auch ein paar andere Steine mit eingefügt. Aber Berechnungen zeigen 800 Tonnen. Und das war das Ganze, im ganzen Stück. Und dann ist unten noch ein Fundament. Und dann muss man die auf das Fundament noch draufbringen. Mein lieber Mann. Ich möchte nicht der Bauleiter sein, obwohl ich Bauingenieur bin und auch manches weiß und kann, aber ich möchte nicht der Bauleiter sein, zur damaligen Zeit 800 Tonnen zu transportieren von Asuan nach Luxor und das da drauf zu heben. Das sind die 400 Tonnen von dem Stein im Taltempel ja noch klein dagegen. Ich kann mich entsinnen, da ich ja zu DDR-Zeiten im Bauwesen meine Finger deutlich im Spiel hatte, da hatten wir Baukräne am Anfang von 13 Tonnen Gewicht, was sie heben konnten. So, und dann hatte in Gera eine Firma, ich weiß nicht mehr wie die Firma, aus den Altbundesländern gekauft, da war wir in der Lage 110 Tonnen zu heben. Das war schon ein monströses Ding. 110 Tonnen konnte er heben. Wer kann 800 Tonnen heben? Vor allem, das geht nicht so, wir wackeln mal um ein Stückchen und legen dann einen Keil drunter und dann wackeln wir nochmal in die andere Richtung und legen da drüber nochmal einen Keil oder eine Rolle drunter. 800 Tonnen kann man zu 0,000 Millimeter bewegen. Und das soll mir erstmal ein Ägyptologe an irgendeinem anderen Beispiel vormachen, dass er 800 Tonnen bewegen kann. So, jetzt geht es so langsam in großen Schritten dem Ende entgegen. Wir sind hier in Asuan im Steinbruch. Das ist dieser unvollendete Obelisk, der 1100 Tonnen rumwiegen soll. Wir haben also eine richtige Steigerung noch einmal. Und das Erstaunliche, da liegt relativ krummkriebelig mitten in diesem Steinbruch drin, hat einen Riss durch ein Erdbeben, ist deswegen nicht mehr weiterverwendet worden und liegen gelassen worden, aber mitten im Steinbruch drin. Und der Nil ist beachtliches Stückchen entfernt in die Richtung dahinter. Da war ja schon die Frage, wie kriege ich 1100 Tonnen aus dem Steinbruch raus? Wie schaffe ich das, den aufzurichten, dass er nicht kaputt geht und dann über ein holpriges Gelände hinweg zu transportieren? Ja? Da kann man mal ausrechnen, wie viele Leute da notwendig wären, wenn jeder 50 Kilo heben kann. Das sind 20 dann bei einer Tonne. Und dann müsste es ebenes Gelände sein. Also jenseits von Vorstellungsvermögen. So, man zeigt dann auch, wie man angeblich die Steine dort herausgearbeitet hat, mit solchen Keilen zu den Taschen. Offen bleibt immer noch das mit den Kupferwerkzeugen. Mit den Kupferwerkzeugen hätten die solche Taschen nicht machen können. Also hier ist schon das Erste, was unklar ist. Dann zeigt man an einigen Stellen, wie man mit Steinen gerieben hat, um eine glatte Fläche zu machen. Die ist bis heute nicht glatt. Ja, und die tun seit Jahren immer den Touristen zeigen, wie man da reibt. Wird nichts, wird einfach nichts. Und dann gibt es im Steinbruch das. Wenn man Steine rausbricht, sieht das Gelände so aus, wie wir es hier ringsherum sehen. Unregelmäßig, weil Steine dann rausgebrochen werden und nicht in einer glatten Fläche. Nun ist es hier aber so, es geht von unten ein Stückchen hoch, dann so abgeknickt, waagerecht, dann hoch und dann im Bogen so und dann wieder senkrecht nach oben. Und dann geht es hinten im Runden so rum und dann noch ein Stück geradeaus und wieder so und so. Und es muss ein Stückchen weiter noch rumgegangen sein, denn hier hört das hinter diesem Stein die Rundung auf. Und man muss annehmen, dass dann also später dann hier was weggenommen worden ist. Ein Erdbeben zeigt aber, dass diese Wand gerissen ist. Also hat man auch das stehen lassen. Nun, was ist das Besondere an dieser ganzen Wand? Das Erste ist, man findet dort asymmetrische Markierungen, wie Steine hätten herausgearbeitet werden sollen. Wer aber so arbeitet und versucht rauszuschlagen, bringt nicht so eine Linie hin. Das bringe ich hin, wenn ich Laser nehme. Und dann brauche ich trotzdem eine besondere Technik, um das überhaupt nach hinten in eine bestimmte Tiefe zu bekommen. Dann ist das nächste, wie komme auf solche eine Wand, die eigentlich schon vorher relativ glatt gewesen ist, wie kommt Zeichnung von Urmenschen drauf? Da passt doch was nicht zusammen. Nachdem dieses Erdbeben war und diese Wand stehen geblieben ist, haben spätere Menschen dann gesehen, aha, wunderschöne Pinnwand, hier können wir dran malen. Ja? Aber dass das vom Zeitfenster her nicht zusammenpasst, ist ja wohl ganz offensichtlich. Denn solche Zeichnungen können nicht auf einer Hightech bearbeiteten Wand entstehen. Also wie alt ist die Wand wieder? Ja? So, und jetzt das allerletzte, Abu Simbel. Das ist schon der Teil, der jetzt also vollkommen neu hochgesetzt worden ist. Eine in der Jetztzeit absolute Meisterleistung, diesen Tempel zu zersägen und wieder neu aufzubauen. Und das sind immer die Dinge, ich rieche immer schon Sachen meilenweit gegen Wind. Ich wusste sofort, hier stimmt was nicht. Wir haben praktisch diese 4 Statuen und überall in Schultern und auch hier im Bauchbereich Ramses II, Ramses II, Ramses, ja, innen drin auch überall Ramses II. Ist klar, da muss man natürlich sagen, Ramses hat sich hier darstellen lassen als bestimmte Götter. Und schauen Sie mal, wie klein die Menschen sind gegenüber diesen riesen Steinfiguren. Und nun ist mir aufgefallen, das hier. Hier ist etwas untermauert. Weil hier ein Riss drin war, hat man das versucht zu reparieren. Obendrein kommt noch etwas hinzu, das sieht man jetzt hier schlecht. Diese Götterstatuen haben eine Art Plissé-Rock an, so einen Faltenrock. Ja, so. Das Plissé konnten die Ägypter aber gar nicht herstellen. Die hatten Baumwolle, glatte Baumwolle. Wer kam auf die Idee, denjenigen Plissé-Rock darzustellen? Das ist das Erste. Das Zweite, sie haben überproportional große, dicke Beine. Wer sowas kann, würde eigentlich normalerweise sagen können, die hätten das in der richtigen Proportion machen können, wenn man das auf den Mensch bezieht. Wären die größer von der Körpergröße, stimmt es wieder. Weil das Volumen oder das Körpergewicht nimmt nicht linear mit jedem Zentimeter Körpergröße zu, sondern überproportional. Das sehen wir am besten bei einer Kugel, wo das Volumen nach der Formel 4/3 Pi a hoch 3, also potenziert wird mit jedem Zentimeter, der größer wird. Wenn ich also eine größere Körpergröße habe, muss ich zwangsweise durch die höhere Körperlast stärkere Beine haben. Dann ist die Frage, wer ist hier dargestellt worden? Und jetzt kommt noch das Tolle. Da oben, hier drin, sind die Kartuschen von Ramses II. Immer die Namenskartusche und die Geburtskartusche. Ja? Wieso kommt die auf diese Rekonstruktion da drauf? Wenn Ramses diese gemacht hätte, diese Statuen, dann hätte er, wäre das wahrscheinlich nicht notwendig gewesen, weil alles noch intakt gewesen war. Wenn es während der Baudurchführung kaputt gegangen wäre und er angeblich überall mit großen Steinen arbeiten konnte, dann hätte er nicht solche lächerlich kleinen Steine genommen. Also hier passen die Dinge wieder nicht zusammen. Hier zeigt sich eins, Ramses II. Hat sich das wieder unter den Nagel gerissen, hat die Rekonstruktion veranlasst, damit der Arm nicht runterfällt und drin wiederum massive Veränderungen gemacht. Und diese Geschichte mit diesen 4 Gottheiten hat etwas zu tun mit der ägyptischen Mythologie, mit den 4 Urgottheiten, die eigentlich physikalische Prozesse darstellen, die vor dem Urknall Auslöser waren für die Auslösung von Wirbeln und so weiter. Das versteht man aber nur, wenn man weiter in die Geschichte hineingeht. Das Abu Simbel hieß in der früheren Sprache Abu Simbel. Ich war, ich bin und werde sein und war der obersten Gottheit gewidmet. So, ich glaube, das war das letzte Bild. Was sehen Sie hier, was Besonderes? Die große Zehe und die zweite haben einen Abstand. Ja? Nicht wie beim Menschen, es ist immer so. Und solche Statuen finden wir auch im Museum. Also, sogenannte Götterstatuen hatten immer einen anderen Fuß, die hatten immer die Zehe so weit abstehen. Während die gesamten menschlichen Statuen haben die Zehe dran. Wenn die also exakt gearbeitet haben, nach exaktem Vorbild, dann waren das keine Menschen. So, damit bin ich jetzt am Schluss. Sie sehen, ich habe im Wesentlichen ohne Zahlen auskommen können, was bei mir eine Rarität ist. Denn all die anderen Vorträge sind mit viel Mathematik und Geometrie untersetzt, was notwendig ist, vor allem aus einem simplen Grund. Wer sich mit alternativen Dingen beschäftigt, läuft schnell Gefahr, dass er angegriffen wird und der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Eine exakte Analyse, exaktes Datenmaterial hilft, mehr Beweiskraft zu schaffen. Aber die Dinge, die ich heute gezeigt habe, denke ich, können auch ohne Zahlenmaterial zum Nachdenken anregen, und jeder, der die Details gesehen hat und versucht, sie geistig zu verarbeiten, wird sehen, hier stimmt irgendetwas nicht in der offiziellen Geschichtsschreibung. Und dass wir heute das von der Wissenschaftsseite noch nicht anerkennen, ist schade, aber sie wird irgendwann nicht drumherum kommen, denn auch in der Ägyptologie kommen zunehmend junge Leute an das Ruder, und irgendwann werden die nicht mehr alles mitmachen, was man ihnen als Märchenstunde aufsetzt. Und mein Anteil, meine Arbeit liegt auf dem Gebiet, wieder das alte Wissen zu reaktivieren, zu zeigen, dass die Geschichte auf einem höheren Niveau einmal gewesen ist und dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir eine Brücke von der Vergangenheit zur Zukunft schlagen. Das ist noch ein ganz interessanter Aspekt, und damit möchte ich es aktuell belassen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.